Einen wunderschönen guten Abend. Was tun Sie da? Ich weiß nicht, was Sie da tun, aber ich wollte zu Abend essen. Nicht auf dem Platz unseres Vaters. Der Platz eures Vaters? Ich stehe auf, wenn er kommt. Sehr witzig. Deinetwegen sitzt er im Gefängnis. Und ich dachte, er wäre selbst zur Polizei gegangen. Wir wollen alle das Richtige tun. Auch wenn der richtige Weg oft schwierig ist. Weil er keine Beweise zurückhalten wollte. Auch wenn sie ihn belasten. Tja, dann war es ja wohl seine freie Entscheidung. Muss ein gutes Gefühl sein, wenn man so ein guter Mensch ist. Ansgar, setz dich einfach auf deinen Platz und wir können in Ruhe weiter essen. Ich erinnere doch niemanden daran. Abgesehen davon, wie lange wollt ihr den Platz denn noch frei halten? Es kann Jahre dauern, bis der alte Trottel aus dem Knast kommt. Das heißt noch lange nicht, dass du da sitzen darfst. Wer denn sonst? Unser Kollege vom Bau hier vielleicht? Ludwig. Das Richtige zu tun, wird immer belohnt. Du bist abgehauen? Was? Nein, es ist alles in Ordnung. Was ist passiert? Also, der Ermittlungsrichter hat entschieden, dass der Tatverdacht gegen mich nicht ausreichend ist. Aber hättest du das nicht schon viel früher veranlassen können? Ja, das hat Sebastian gleich beantragt. Aber ihr wisst, die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam. Aber so eine Klausur hat auch seine Vorteile. Ich bin mir über etwas klar geworden. Tja, ihr werdet mich entschuldigen. Ich möchte diese rührende Familienszene nicht länger stören. Und wie geht es jetzt weiter? Tja, die Ermittlungen dauern noch an. Das heißt, die Versicherung zahlt immer noch nicht? Nein. Aber es gibt vielleicht eine andere Lösung. Die würde ich euch gerne vorschlagen. Wo ist eigentlich Sebastian und Hagen? Hagen ist nämlich von der Arbeit zurück. Und Sebastian ist weg. Sebastian ist weg? Und ihr habt ihn nicht aufgehalten? Fühl dich nicht zu sicher, Ansgar. Ich kann es dir zwar nicht beweisen, aber ich weiß, dass du für den Brand verantwortlich bist. Und ich behalte dich im Auge. Meinetwegen. Vielleicht lernst du ja was dabei. Das habe ich bereits. Oh. Freut mich, dass dein Gefängnisaufenthalt so erfolgreich war. Nur leider gilt das nicht für deine Firma. Die steht nach wie vor kurz vor dem Bankrott. Es sei denn natürlich, du nimmst mein Angebot an und trittst zurück. Du gibst einfach nicht auf, was, Ansgar? Niemals. Ja, wir sind eben doch eine Familie. Ja, lach nur. Aber du irrst dich. Ich werde weder die Firma noch meine Familie kampflos aufgeben. Siehst doch endlich ein, Ludwig. Auch wenn du jetzt wieder draußen bist, an mir kommst du nicht vorbei. Weißt du, Ansgar, ich will gar nicht an dir vorbei. Ah, der verlorene Sohn. Ansgar, spiel woanders. Straße runter, immer links halten, dann kommst du direkt zur Autobahn. Ich weiß gar nicht, was du hast, du solltest mir dankbar sein. Immerhin bin ich der Einzige in der Familie, der noch mit dir redet. Ich bin ein Glückspilz. Na schön, du kannst doch in der Zeitung lesen. Was? Dein Vater. Sie haben ihn entlassen. Ich hätte viel eher auf dich hören sollen, aber ich habe Sebastian falsch behandelt. Aber in jeder Familie gibt es Streit und Unstimmigkeiten. Wenn wir diese Unstimmigkeiten nicht in den Griff kriegen, wird es unsere Familie bald nicht mehr geben. Wir werden alles verlieren. Königsbrunn, die Firma.
unsere Identität. Gib's auf, Ansgar. Sebastian, deine Familie hat dich praktisch rausgeschmissen. Welchen Unterschied macht es jetzt noch, ob du mir deine Anteile an der Firma verkaufst? Du kennst meine Antwort. Ich kann sie gern noch 5-mal wiederholen. Ja, schon gut. Weißt du, es ist nur schade, dass niemand mitkriegt, welche Opfer du bringst. Du hättest die Firma gerettet, bist loyal. Und was ist der Dank dafür? Ein Fußtritt. Bist du fertig? Also ich überlege gerade, wie heißen diese Menschen nochmal, die immer das Beste wollen und am Ende doch mit leeren Händen dastehen? Ach ja, Verlierer. Kein Wunder, dass dein Alter dich nicht respektiert. Sagen. Doch, es gibt sehr viel zu sagen. Ich habe lange Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich war wütend und enttäuscht. Und was du getan hast, war ein Fehler. War schön, dass du vorbeigeschaut hast, Vater. Auch ich habe Fehler gemacht. Ich habe Hagen dir gegenüber vorgezogen und habe dir grundlos misstraut. Das tut mir leid. Was willst du von mir? Dass du dich mit Ansgar mir gegenüber verbündet hast, hat mir gezeigt, wie weit es mit uns gekommen ist. Wir müssen als Familie an einem Strang ziehen, sonst gehen wir unter. Und was willst du dagegen tun? Ich mache den ersten Schritt. Lass uns von vorne anfangen, alle zusammen. Hause, Sebastian. Wir brauchen dich. Wir sind eine Familie. Ich brauche dich. Nochmal dasselbe. Sehr gerne. Ich fürchte, den nächsten werden Sie zu Hause trinken müssen, Sebastian. Wir schließen gleich. Zu Hause. Na, wenn das kein Anlass zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht. Bist du jetzt richtig entlassen oder sowas wie ein Freigänger? Ich bin ein freier Mann. Aber du hast uns immer noch nichts von dieser Idee erzählt, die du hast. Ich finde den Vorschlag Ihres Vaters eigentlich sehr vernünftig. Ich meine, es geht mich eigentlich nichts an. Aber? Sebastian, er hat sich bei Ihnen entschuldigt. Schön, wenn das Leben so einfach ist. Tut mir leid, alles wieder gut. Und, was hat er gesagt? Sorry, ich habe mich doch eingemischt, aber Ihre Familie ist mir wichtig. Ja, ich weiß. Und danke, das ist nett gemeint. Dann denken Sie über Ludwigs Angebot nach. Selbst wenn ich es wollte, das würde nicht klappen. Man kann nicht einfach Tabula Rasa machen, von vorne anfangen und dann wird alles gut. Mein Vater ist, wie er ist. Das bin ich auch. Ich weiß auch nicht, wie da jemals sich irgendwas ändern sollte zwischen uns. Also gut, vielleicht hast du recht. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, unsere Firma zu retten. Tja, ich weiß nicht. Zumindest ist es ein Anfang. Jetzt hängt alles von Sebastian ab. Sebastian! Vater? Schön, dass du gekommen bist. Ich weiß nur immer noch nicht, was ich hier soll. Ich möchte alle wieder zusammenbringen. Ohne Ausnahme.